Boah, tatsächlich schon wieder fast August, aber egal. Wie in jedem Monat gibt es jetzt wieder frische Aussaat-Tipps und die direkt hier von Marcells Feld. Und die von euch, die öfters zuschauen, rechts und links von uns, die Tomaten, bis jetzt sieht es gut aus. Ja, also ich habe sie extra auf den Damm gepflanzt, dass sie in der Luft stehen, dass sie nachher ja, das Wasser, was dann drauf kommt, zur Seite weglaufen kann, dass sie trocken sind, Bändchengewebe drunter, keine Unkräuter und getrennt vom Boden. Mhm. Gut, dass wir Tomaten nicht mehr aussäen, ist ja klar. Wobei, ihr könnt Tomaten noch mal aussäen, aber wartet noch 2 Monate und überwintert dann. Nehmt am besten Buschtomaten, überwintert die auf der Fensterbank. Die letzten 2 Jahre hat das bei mir super funktioniert. Ist eine Spielerei. Du erntest vielleicht 10 kleine Tomaten, aber 10 Tomaten auf der Fensterbank, da könntest du ja auch irgendwas Langweiliges stehen haben. Genau, ne? Ich hatte das auch schon mal Weihnachten so richtig leckere Cocktailtomaten geerntet. Aber jetzt die ernsthaften Aussaaten. Fangen wir mal an mit Möhren. Deine Möhren, die kommen, die sind schon so groß. Die sind jetzt gerade raus, obwohl die schon relativ lange gesät sind, bestimmt 4 Wochen, 5 Wochen. Trockenheit, ne? Es war erst die Trockenheit, ja, aber es kommt schon noch. Also die Möhren wachsen auch relativ lange noch. Zwar später, wenn es kalt ist, langsamer, aber die brauchen nicht ganz so viel Licht. Und also die, da geht eigentlich bis Weihnachten so, wachsen die noch. Aber damit es da nicht zum Missverständnis kommt, wir hatten letztens eine Kundenmail und der Kunde meinte, ja, wenn die Steckzwiebeln im Oktober, die über Winter und Knoblauch, dann kann ich da ja noch direkt Möhren für die Mischkultur säen. Mhm. Ich finde das sehr, sehr spät. Das wird doch nichts mehr, oder? Im Oktober noch Möhren säen? Also im Oktober habe ich da auch so meine Zweifel. Vor allem, gut, wenn die ganz klein sind und sie überwintern, vielleicht wachsen dann im Frühjahr ganz früh los. Oder wenn die aber ein bisschen zu groß sind, genau, dann vernalisieren sie und dann geht es im Frühjahr, im April direkt in die Blüte. Was würdest du denn als letzten vernünftigen Aussaattermin für Möhren sehen? Ja, also so langsam sollte man das gemacht haben. Die kleinen, die Kugelmöhren, also Pariser Markt und sowas, die kann man vielleicht auch noch ein bisschen länger machen. Problem später ist auch Mehltau. Es wird feucht, wir haben Mehltau. Richtig, richtig. Kommt dann verstärkt rein. Gut, dann kann man ein bisschen Kaliumcarbonat, Calciumcarbonat ein bisschen versuchen, dagegen anzuarbeiten. Was denn mit Spinat? Ist jetzt nicht mehr ganz so heiß, es kann aber noch heiß werden. Der August kann noch sehr heiß werden. Ja. Würdest du jetzt schon wieder mit Spinat anfangen? Also ein Spinat ist ja das Problem, wenn die Tage noch lang sind und vor allem, wenn es heiß ist, dann geht der relativ schnell in die Blüte. Ja, wenn man jetzt wüsste, ne, wenn man eine Glaskugel hätte, wie jetzt die nächsten 2, 3 Wochen werden, bis dann quasi der August mehr oder weniger durch ist, dann könnte man sagen, okay, versuchen wir es mal. Aber wenn es jetzt in 10 Tagen wieder heiß wird, dann kann es auch in die Hose gehen. Ja, das ist halt das Problem mit der Keimung. Und das ist ja allgemein so das Problem, dass einige Sachen bei zu starker Hitze nicht keimen, wie Salate zum Beispiel. Genau, also Salat braucht es ein bisschen kühler. Einfach, ja, ich war mal auf der Reichenau im Gemüsebaubetrieb, die haben quasi den Salat in die Garage gestellt. Das war mitten im Hochsommer, wo es eigentlich richtig heiß war. Und in dem Moment, wo sie gemerkt haben, aha, der keimt, der will jetzt rauskommen, haben sie ins Licht geholt, auch erstmal ein bisschen schattig und dann langsam in die Sonne. Was ja lustig ist, da ganz oft steht Salat, ist ein Lichtkeimer. Wenn er in der dunklen Garage ist, dass der überhaupt gekeimt ist, ne? Ja, das schon, aber es ist ja da nicht wirklich, das Tor war auf. Und also okay. Ich denke, so ein bisschen reicht dann da. Ne? Also wenn man irgendwo Halbschatten im Garten hat, hinterm Gartenhaus, hinterm Tunnel, da hat man schon eher Chancen. Aber wie gesagt, wenn der dann gekeimt ist, raus aus dem Schatten, weil sonst vergeilen die genau wie im Winter genau, auf der Fensterbank. Genau, ne? Genau. Rote Beete. Ja, ohne weiteres noch machbar. Ja, also rote, gelbe, die Ringelbeete. Die ganze Beetenfamilie. Die ganzen Geschichten. Mangold kann man ja auch nochmal. Gut, man kriegt nicht mehr diese Blätter, aber dann sät man ein bisschen dichter, erntet erstmal jede zweite Pflanze raus, um ein bisschen Luft zu machen. Ja, wobei auch der Mangold, der kann hier teilweise in Wintern sehr gut überwintern. Die Blüte kommt dann auch nicht direkt sofort im März, sondern dann erst im Juni, Juli, alles schon gesehen. Dann hast du trotzdem so große Pflanzen und hast noch eine Menge Spaß damit. Genau. Ja, rote Beete. Was würdest du denn fürs Freiland, was wäre für dich der letzte Aussaattermin? Oh jetzt Gott. Für Direktsaat. Für eine Direktsaat. Also muss ich mal gucken, wo man ist. Ne? Also bei uns würde ich jetzt sagen, wenn man sich, klar, so dicke Dinger wären es nicht mehr, aber wenn man sich so einen kleineren zufrieden gibt, vielleicht Anfang September nochmal. Das ist spät. Das ist sehr spät. Aber wie gesagt, auch nur hier, wenn ich in einer kälteren Region bin, in der Eifel, im Erzgebirge irgendwo, wo nun ein ganz anderes Klima ist,
da sollte man schon deutlich früher. Aber wenn man wie du so schöne Tunnel hat oder Gewächshäuser, dann kann man auch noch durchaus später. Da kann man ohne weiteres später. Ich habe es schon mal gehabt, dass ich mal ganz spät noch einen Fenchel gepflanzt habe. Hat es geschafft zu überleben und dann kamen aus jeder Pflanze kamen 5, 6 vollwertige große Knollen raus. Also das habe ich sonst noch nie erlebt. Guck mal, der Mais, den hatten wir uns ja auch angeschaut. Der kommen jetzt die männlichen Blüten, aber den jetzt noch mal aus, Kulturzeit 90 Tage, wenn wir August. 90 bis 100 Tage und wenn es jetzt vor allem in die Kälte reingeht am Schluss, muss man ja die Tage, also ein paar Tage draufzählen, stimmt, weil das dann ja etwas langsamer geht. Aber wo wären wir denn? Ne? August, September, Ende Oktober mit Glück könnte man noch ernten, wenn wir einen langen heißen Sommer und Herbst haben. Ja, aber wie gesagt, das, je später, ne, der Oktober ist ja dann schon kühler, also da kann man nicht mehr jeden Tag voll zählen, da muss man schon ein bisschen. Ist dir denn aufgefallen, dass Zuckermais, das wollen ja eigentlich die meisten von euch, nicht Körnermais, nicht Popcornmais, sondern Zuckermais, dass der ein bisschen schneller in der Kultur ist als die anderen? Ja, das ist richtig. Also die ganzen Maissorten unterscheiden sich. Und früher war es so, dass Mais eigentlich noch viel, viel länger brauchte. Also in USA, der Corn Belt, der ist halt mit der Zeit, also mit den Züchtungen, wo die immer schnellere Sorten gezüchtet haben, ist der weiter nach Norden gewandert. Also früher konnte man quasi nur im Süden der USA Mais anbauen. Okay. Und dann ist, sind die Züchtungen weitergegangen, dass man eben immer schnellere Sorten hatte, die nicht so eine lange Kulturzeit hatten. Und dadurch hat sich also dieser Corn Belt, dieser Maisgürtel in den USA immer weiter nach Norden ausgebreitet. Also auch in Ländern mit kürzerem Sommer, dass das funktioniert. Genau. Und bei uns ist es ja so, du kannst ja auch 2-3 Mal hintereinander. Ja. Was man natürlich auch noch sagen muss, der Unterschied zwischen Zuckermais und Popcornmais oder auch Mehlmais, Stärkemais, ist der Popcornmais, der Zuckermais wird ja nicht vollreif geerntet, sondern der ist ja noch im weichen Zustand. Also bis der wirklich trocken ist, braucht er auch eine ganze Ecke länger. Hinten auf dem Feld neben uns hattest du ja die Buschbohnen nochmal in größter Trockenheit. Würdest du sagen, jetzt im August, Anfang August, wird das nochmal Sinn machen mit Buschbohnen? Also man kann es ohne weiteres nochmal wagen. Zur Not vielleicht ein Vlies im Hintergrund halten, dass man, wenn es dann später kalt wird, nochmal was abdeckt. Geht ja relativ schnell mit den Buschbohnen, auch mit den Erbsen. Ja, hier hatte ich sehr viel ausgesät, aber wir haben hier irgendwie 2 Hasen auf dem Gelände. Und obwohl Bohnen ja giftig sind, also das scheint eine Lieblingsspeise zu sein. Ich würde mal sagen, 70% der Pflanzen oder 80% sind weg. Bisschen Aluminiumstreifen hingemacht, aber ich glaube, das schreckt ihr nicht wirklich. Was ich jetzt nochmal aussäen werde, das sind Erbsen. Und zwar nicht die Erbsen für die Überwinterung. Da gibt es ja so spezielle Sorten, sondern um die dieses Jahr noch zu ernten. Weil für die Überwinterungserbsen, Winterkäfen, ist es jetzt noch viel zu früh. Die würden so groß werden, die würden das einfach nicht packen. Ne? Ja, also die überwintern besser in einem kleinen Zustand. Dann geht das besser. Wie verschiedene Salate ja auch. Ne? Ich habe mich nochmal schlau gemacht. Es gibt tatsächlich Erbsen, die haben eine Kulturzeit von der Saat bis zur Ernte von 30 Tagen. Ja. Es gibt auch welche, die haben 60 Tage. Ja. Es würde aber mit 2 Monaten beides noch gut hinhauen. Mit 2 Monaten wird auch noch funktionieren. Das mit 30 Tagen habe ich noch nicht gehört, aber wenn du es gelesen hast, wird es wohl stimmen. Aber wahrscheinlich ist das bis Anfang der Ernte. Ne? Also bis die Ernte dann durch ist, können wir ja auch nochmal 3-4 Wochen drauf rechnen. Machst du denn jetzt nochmal Erbsen? Also ich habe es im Moment ein bisschen aufgegeben, wie gesagt, wegen den Hasen, wenn die immer alles wieder wegfressen. Zum Glück gehen die nicht an die Tomaten. Tomaten gehen sie nicht dran. Mais haben sie hin und wieder ein bisschen angeknabbert. Ist aber nicht ganz so schlimm. Aber schlimm sind drüben die Süßkartoffeln. Also das ist auch wohl eine Lieblingsspeise. Bevor wir zu den nächsten Kulturen kommen, lass uns mal eben über Düngung sprechen. Was ja ziemlich schlecht ist, ist noch mal vor dem Winter zu düngen. Hat diverse Gründe. Das eine ist, die Pflanzen, teilweise wachsen sie ja noch im Winter, einige, aber nicht genug. Und dann wird einfach vor allem der Stickstoff ausgewaschen, geht ins Grundwasser. Das ist die eine Sache. Das andere ist eben, dass die Pflanzen dann vielleicht doch noch mal einen Schub kriegen und dadurch die Winterhärte einfach reduziert wird. Okay, deshalb jetzt düngen. Wenn du jetzt säst, wenn du jetzt pflanzt, gibst du denen noch was? Oder weißt du bei jedem, okay, davor war ein Schwachzehrer, da war Salat, der braucht jetzt eigentlich nicht nochmal Dünger. Also bei uns hier steht ja wirklich in jeder Reihe was anderes. Es ist fast unmöglich, genau nachzuhalten, was wo gestanden hat. Und auch jetzt Bodenproben zu machen, das ist. Aber wir machen es ja so, wir düngen ja wirklich nur in die Reihe. Ja. Also da, wo auch wirklich Pflanzen stehen, ich schmeiß das nicht einfach so oben drüber. Und wir haben also einen Düngerverbrauch, der ist minimalst. Ja. Und deshalb kriegen eigentlich, wenn wir was aussäen, dann kriegen die Sachen eigentlich ihren Dünger. Dann keimt das, dann wächst das ein bisschen, dann sehe ich an der Pflanze,
es fehlt was, es fehlt dies, es fehlt das. Manchmal ist ein bisschen Bauchgefühl. Erfahrung halt. Erfahrung, ja. Also manchmal kann ich es gar nicht ganz genau sagen, aber man merkt irgendwie, da fehlt was, da fehlt Stickstoff, da fehlt. Ne? Und dann gibt man das einfach nach. Und wie lange man noch düngt, hängt natürlich auch damit zusammen, was nehme ich für einen Dünger. Also wenn ich jetzt einen Flüssigdünger nehme, der sehr schnell wirkt, dann kann ich auch relativ spät noch düngen. Wenn ich jetzt aber Hornspäne oder sowas dran schmeiße, die sich über Monate erst umsetzen, dann sollte man relativ früh schon aufhören. Ne? Ja, und mit dem späten Düngen, was er gerade gesagt hat, das könnte man zwar machen, aber wenn im Oktober oder vielleicht sogar noch im November der Knoblauch reinkommt, der guckt raus, der kriegt dann keinen Dünger mehr, weil dann hätten wir wieder das Problem mit der fehlenden Frostfestigkeit. Aber wo wir gerade schon bei Knoblauch sind, Zwiebeln. Mhm. Und da gucken wir uns jetzt mal dein Feld an und Zwiebeln jetzt nochmal aussäen, ist dann die nächste Frage gleich. Du hast keine Schilder, kriegst du die alle noch auseinander, was du hier hast? Wenn du genau hinguckst, da sind Schilder dran. Überwuchert. Ja, die sind ein bisschen überwachsen, also ich sehe es jetzt gerade auch nicht, aber eigentlich, doch, da ist es. Wir haben überall was dran gesteckt. Die erste Reihe, das sind hier alles, ich glaube, 7 verschiedene Zwiebelsorten, die habe ich aus dem Urlaub im Januar aus Andalusien mitgebracht, schon als Saatschälchen, wo kleine Zwiebeln drin waren. Also ganz verschiedene Sorten, die man auch hier gar nicht bei uns bekommt. Dahinter sind so ein paar Schalotten, hier das auch nochmal Schalotten. Das sind die von mir, ne? Das sind die von dir, genau. Und dahinter habe ich nochmal rote Steckzwiebeln gemacht, die sind jetzt quasi fast fertig. Schalotten sind eigentlich auch fertig, müssen aus dem Boden. Ich will nur noch warten, bis wieder ein bisschen trockener ist, sonst haben wir nur Matsch da dran. Ja, also die sind jetzt erntereif, die andalusischen Zwiebeln jetzt ja, vielleicht in 3 Wochen oder so, kann man die auch rausmachen. Hier hinter habe ich nochmal Porree stehen und dahinter Saatzwiebeln, die eigentlich im März gesät werden. Ich hatte es nicht geschafft, die sind erst im Mai reingekommen, deshalb noch relativ klein. Ich hoffe, es wird noch was. Die fangen jetzt schon an, obwohl sie so klein sind, Zwiebeln anzusetzen. Müssen wir mal abwarten. Also ich hatte dieses Jahr nicht so das Glück mit Zwiebeln, vielleicht, ich habe es auf das alte Stück gestellt. Da stand das letzte Mal vor 4 Jahren Knoblauch. Das sollte eigentlich reichen. Aber die Zwiebeln da drauf, ich dachte erst die Trockenheit, aber nicht so toll wie letztes Jahr. Da hatte ich es auf dem neuen Stück stehen. Und ich hatte mal überlegt, könnten das Nematoden sein? Es gibt ja so verschiedene Nematoden, die auf Lauchgewächse, dass ich die vielleicht da drin habe. Das ist ohne weiteres möglich. Also ich komme in Venlo immer an einem Acker vorbei, da stand letztes Jahr Porree drauf, also ist ja quasi gleichzusetzen, ob Zwiebeln, Knoblauch, Porree, also die ganzen Zwiebelgewächse, haben die dieses Jahr Tagetes ausgesät, quasi um diese Nematoden zu bekämpfen. Das macht Sinn. Ja, Schalotten, darf ich eine mal rausholen? Mach das. Weil ich hatte kein Glück, die steht auf dem, die sind so klein geblieben. Die sind auch relativ klein geblieben, das war allerdings ja auch, du hast mir die gegeben, nachdem quasi die Saison vorbei war und die du übrig hattest und sind dadurch auch sehr spät in den Boden gekommen. Dadurch sind sie auch was kleiner, aber wenn man überlegt, aus einer gesteckten sind jetzt da 5, 6 neue wieder gekommen. Also, genau. Und selbst wenn man diese kleinen jetzt, auch wenn sie vielleicht einem zu klein sind, dann aufhebt und dann im nächsten Frühjahr wieder pflanzt als Steckzwiebeln, kann man auch machen. Steckzwiebeln um die Zeit kriegst du eigentlich nicht, macht auch nicht großen Sinn. Gibt es dann wieder im Oktober, aber was ist jetzt mit der Aussaat? Ich kenne Leute, die haben folgende Rechnung. Jetzt Anfang August aussäen, dann wachsen die ein bisschen und die sind dann so groß im Oktober wie die Steckzwiebeln, die du reinmachst. Ja. Du meintest eben, das könnte jetzt noch zu früh sein. Ja, also zumindest bei uns in der Gegend, also wie gesagt, wenn du jetzt in der Eifel oder irgendwo im Kalten bist, mag das hinkommen. Hier hat man früher gesagt, so Mitte August. Ja. Heute sagt man eigentlich schon eher Ende August, eher Anfang September, weil nämlich die dann noch zu stark wachsen und wenn die zu groß sind, dann greift die Vernalisation. Das ist das Gleiche, weshalb man ja besser kleine Steckzwiebeln statt großer nimmt. Und dann blühen die einfach im nächsten Jahr. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht alles. Wenn die Pflanze gerade durch Stickstoff und jetzt hoch wächst, durch die Düngung, dass dann die Zellen nicht stark genug sind, um den Frost auszuhalten. Gut, das ist ja eine andere Sache. Das ist ja, wie du dann düngst entsprechend. Ne? Aber wenn sie zu groß sind, gibt es im nächsten Jahr Blüten. Aber du würdest jetzt auf jeden Fall noch einen Monat, dann lieber Anfang September und dann all diese Zwiebeln genau, Ende August, Anfang September. Wie gesagt, in kühleren Gegenden auch ruhig etwas früher schon. Achtest du da drauf, auf die Sorten oder kommt bei dir alles rein, was du so hast? Also es gibt spezielle
Winterzwiebeln. Ja, kenne ich nur als Wintersteckzwiebel. Bei der Saat habe ich es eben noch nicht gesehen. Die gleichen kriegst du auch als Saat. Und da gibt es halt auch welche, die als Winterzwiebeln ausgewiesen sind. Anders Sommer. Stuttgarter Riese funktioniert beides. Kannst im Frühjahr machen, kannst im Winter machen. Ich habe sogar schon mal hier, allerdings wie gesagt hier, Schalotten über den Winter gesät. Da haben mir die Lieferanten gesagt, oh, um Gottes Willen, das geht nicht. Es hat wunderbar funktioniert. Mhm. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn wirklich kalter Winter kommt. Ja, ja, ja. Sag mal, die sind aber sehr gleichmäßig bei dir. Ich habe immer große, kleine. Ja, das ist bei mir genauso. Ich habe mir was gebaut, damit ich die relativ leicht sortieren kann. Okay, ich sehe, du hast dir einen Lattenrost in deiner Größe gebaut. Genau, ein bisschen schmal, oder? Es ist 2,50 lang, das Ganze. Hier oben kippen wir das drauf. Hier sind die einzelnen Bretter mit 2 cm Abstand. Das heißt, die ganz kleinen, die fallen da schon mal durch. Und dann schiebt man das eben von Hand hier drüber. Hier unten drunter stehen dann entsprechend immer, wo das Neue kommt, neue Kisten. Dann schiebt man das von Hand runter. Erstmal fallen die ganzen kleinen durch, dann die nächste. Das ist hier dann quasi von 2 bis 4 cm, dann von 4 bis 5 und dann am Ende von 5 bis 6 oder 5 bis 7 cm. Und wenn dann immer die Kisten drunter stehen, hat man automatisch nach Größen sortiert die Zwiebeln in den Kisten liegen. Machst du das bevor oder nachdem das Lauch abgemacht wurde? Das muss vorher ab, sonst gibt es Schwierigkeiten. Nicht, ne? Ja. Ich habe also die erstmal getrocknet, habe die quasi dann in der Kiste von Hand umgerührt. Dann brechen diese ganzen trockenen Triebe ab. Die kann man dann auch nochmal von Hand so ein bisschen rausnehmen. Und die fallen dann auch das feine Feld halt mit den kleinen Zwiebeln durch. Da müssen wir nochmal was anderes überlegen, mit dem Ventilator oder so, die dann zu trennen. Ja, und wie gesagt, das ist eigentlich schön sortiert, können wir dann in den Verkauf stellen, nach Größen sortiert. Kohl. Die meisten Kohlsachen sind durch für dieses Jahr. Ja, das ist eigentlich okay, wenn man jetzt noch große Pflänzchen kriegt von... So welche, die, wie du so vorne im Hofladen stehen hast. Genau, vom Palmkohl, vom Grünkohl oder wenn man es ins Gewächshaus setzt, also ich werde den Palmkohl ins Gewächshaus setzen, ohne weiteres noch drin. Die Kohl in Anführungsstrichen, die Asiasalate sind ja auch so in Richtung Kohlgewächse, auch wenn es mehr Salat ist. Das sehen wir jetzt erst demnächst aus. Und was man jetzt ja auch noch super machen kann, ist diesen russischen Federkohl, der genau. Den schönen roten. Und den hattest du einmal nicht vorgezogen, du hast einfach eine lange Reihe gesät und der ist so gut Genau, also ich habe mir gesagt, es ist schon spät, ich sähe den einfach direkt in Direktsaat. Ist dann etwas dichter, dann ernte ich eben die kleinen Pflanzen, jede zweite, dritte oder nachher noch mehr raus. Dadurch kriegen die restlichen Pflanzen mehr Platz und ich habe die kleinen schon mal zum Verwerten. Okay, es gibt noch einige Ausnahmen, wie zum Beispiel diesen violetten Sprossenbrokkoli. Es gibt auch einen Winterwürsing und das ist alles sehr sortenabhängig. Und auch nochmal die Frage, hat man ein Gewächshaus oder hat man nur Freiland zur Verfügung? Na, ihr habt gesehen, es funktioniert noch eine ganze Menge, aber die Liste wird jetzt von Monat zu Monat immer kleiner. Was mir noch kommt mir gerade in den Kopf, was man jetzt noch gut machen kann, ist eigentlich dieser schwarze Rettich. Okay. Und Radieschen und das alles, ne? Was ja im Sommer, ja, also wir machen es nie im Sommer, weil sie ganz oft schießen und dann die Würmer reinkommen. Wenn man jetzt so Mitte, Ende August die sät, dann ist man eigentlich wieder auf der sicheren Seite und Radieschen sowas, das geht ja ganz schnell nochmal. Mhm. Also irgendwo eine Lücke frei, mal eben für die nächsten 6 Wochen ist sie wieder genau, belegt. Wie Salate. Ja, ganz schnell. Ja, und das war's mit diesem Video und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren, jetzt noch ein paar Sachen in den Boden zu bringen. Es wird höchste Zeit, wenn ihr gewisse Sachen dann noch dieses Jahr ernten wollen. Wie immer sagen wir, hat euch das Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt gerne diesen Kanal weiter und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.